Guten Morgen. Heute ist der 24. Wir haben es um 2 Uhr nachts. Wir sind beide aufgeregt wie verrückt. Wir wollen nämlich gleich los zum Flughafen. Und dann geht's nach Paris. Wir melden uns wieder. Bis dann. So, wir sind jetzt am Flughafen. Und da checken wir gleich rein. Da hinten. Komm hierher. Und dann fliegen wir nach Paris. Wir sind so aufgeregt. Ja, wir sind total fit und fertig. Ja, wir melden uns dann, wenn wir aus dem Flugzeug noch mal kurz, ja? Tschüssi. Gleich fliegen wir los. In Paris ist er jetzt. Und da ist der Hooker. Endlich gelandet nach 1,5 Stunden. Wir sind jetzt hier im Explorer Hotel. Ja, wir können ja auch nachher. Weiter geht's. Ne, ich kann mir noch so machen. Ich auch mit drauf. Nicht der Alte. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Explorer Hotel in Paris. Sind wir? Ja, ich hab dich drauf, deswegen ich filme. Wir sind gerade angekommen. Abends Buffet oder sowas essen hier. Musst du den Bus bezahlen. So. Hallo. Auf Toilette, wir kommen gleich wieder. So, das ist die Lobby. Da kann man sich schön hinsetzen. So, was hat er gesagt? Toiletten sind hier, ja, irgendwo. Und alles andere ist unten. Hier ist ein WC, guck mal um die Ecke. Das ist ein Brunnen, da kannst du auch anfassen. Ein schöner Brunnen, guck mal. Dann gehen wir erstmal auf Toilette. Oh, warte mal, wir filmen mal da runter ganz kurz. Guck, da ist das Kletterschiff da unten. Ja, wir sind ein bisschen. Niki, wir nehmen dich mal ein bisschen. Da sind die Toiletten. Ja, das ist riesig. Nee, das ist zu, komm mal. Der Pool, das siehst du schön. Guck mal. Und der ist ja super, oder nicht? Da können wir morgen früh reingehen. Wollen wir das machen? Cooler Pool. Oder heute Nacht suchen. Ja, mal sehen. So, hier sind die Toiletten. Gehen wir erstmal hier rein. Wo ist denn der Junke? Niki! Hier ist der Abenteuerspielplatz! Wo bist denn du? Der ist hier drin, der ist auch wieder drin hier. Musst du gucken, hier ist näher das Tür. Ja, schon gesehen.
Da kommt doch mal raus. Guck mal, hier ist der Abenteuerspielplatz. Willst du da noch ein paar Minuten rein? Ja. Aber Schuhe aus. Das wäre was für ihn. Ich hätte gesagt, das hätte ich nicht gedacht mit 13 Kilo. Mit was? Achso, ja, das hätte ich auch nicht geglaubt. Also, ich habe ganz wenig eingepackt, ja. Du hast ja hier zwei Brötchen. Ja, und mehr hatte ich auch nicht drin. Kannst du ja nachher gucken. Viel mehr ist es bei mir nicht. Ja. Ja, wir kommen, Schatz. Du schwitzt schon wieder, mach mal nicht so dolle, wir wollen nachher noch in den Park. Komm runter, ab. Ich müsste schon mal auf Rec drücken, wa? Mach ein Video drauf. Oh, voll. Video, ja. Ja, guck mal her, Schmitti in Disneyland Paris. Märchenschloss im Hintergrund. Und los geht's, wir sind auf der Main Street und es ist rammelvoll. Fotopass kann man hier kaufen. Kuckuck! Ja. Noch ist nicht so voll. Ja. Das sieht rot aus. Weil viele gleich hast du ein Video anfangen. Davon? Ja. Das ist unheimlich übrigens. Cool hier, Wild West. Guck mal. So, wo geht's lang zur Big Thunder Mountain? Keine Ahnung. Ja. Ja, sowas kann man alles machen, wenn man sagt, man ist schon in Form und hat ein bisschen Luft. Niki, komm mal erstmal. Da ist ja die Big Thunder Mountain, mit der wollen wir unbedingt fahren. Ja. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Da hinten bestimmt, Bucke. Hier, nee, hier hinten, guck mal. Das ist was anderes hier. Such nur mache hin, ja. Jetzt. Ja.
geradeaus, geradeaus, jawohl. Niki fährt Auto! Jawohl. Und lenken, 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 lenken. Jawohl, weiter und... Genau, und ein bisschen Power, los, berghoch. Na geht's, wer drauf treten? Drauflassen den Fuß. Drauflassen den Fuß. Füßchen raus. Lorsque vous aurez atteint l'aire de débarquement, restez assis jusqu'à ce que la voiture se trouvant derrière vous soit derrière. Attention, Autovia driver. You are approaching the unloading area. Prepare to stop. Do not bump the car ahead. Once you have reached the unload area, please remain seated until the car behind you has parked. Attention, conducteur d'Autovia. Vous arrivez sur l'aire de débarquement. Préparez-vous à vous arrêter. Veillez à ne pas surpasser la voiture se trouvant devant vous. Lorsque vous serez atteint à l'aire de débarquement, restez assis jusqu'à ce que la voiture se trouvant derrière vous soit d'arrêt. Geht schon voran? Nee, die dürfen nicht. Die kriegen das zugewiesen, Schatz. Na, wir sind am Spiel. It's in a small world. Wir sind so schön an. Niki! À moi! Jeanne, regardez-moi! Jeanne! Eine Grinsekatze, noch eine Grinsekatze und noch eine Grinsekatze. Und hier ist noch eine Grinsekatze. Ach so, kannst du da immer noch. Da. Discovery. Nicht Hyperspace. Niki. Bleib mal bei mir jetzt. Lass uns einfach mal gucken jetzt. Perfect.
So, wir waren jetzt schon im Big Thunder Mountain und im Indiana Jones. Jetzt gehen wir in Hyperspace Mountain. Und los geht's. Danach hier ist oder auch was Nautilus, kann man sich anschauen. Mach auch ein Video wieder. Ja, ich mache ein Video. Aber hier bei den Autos scheint es nicht sein. Wir gucken erstmal hier rein. Ja. Weil es nicht so voll ist jetzt. 10 Minuten Wartezeit ist. Vicky? Wir gehen jetzt in die Hyperspace Mountain. In die Star Wars Bahn. Heftig. Die ist super heftig. Ja. Er wäre ein guter YouTuber, oder? Ja. Geh mal vor, dass ich dich drauf habe. Nein, hier bleiben wir jetzt. Da, die Seite ist bestimmt kaputt, wa? Nö. Oder wir gehen jetzt damit rüber. Los, rüber da. Niki hat jetzt ein bisschen schlechte Laune gerade, ja, weil ich gesagt habe, er soll ja nicht über Filme quatschen. Da fährt die Big Thunder Mountain im Hintergrund. Geilste Bahn in Disneyland. Und wir fahren jetzt mit dem großen Dampfer, Niki. Oh Gott, halt dich schön fest, ich hab ein bisschen Angst. Wir fahren jetzt hier mit dem großen Dampfer. Oh Gott, das ist ja... Mit einem Dampfschiff, riesiges Dampfschiff.
Ich filme das jetzt ganz kurz zumindest mal, weil zu lange kann ich nicht wegen Akku. So, wir sind beim Ratatouille, die ist stinksauer, weil wir gerade technische Probleme haben. Wir sind jetzt hier und warten, dass es weitergeht. Niki nicht. Niki, nicht ganz so toll. Ich bin wütend. Naja, wir hoffen, dass es gleich weitergeht. Da ist die Leinwand. Wir sind jetzt in Piraten der Karibik. Leider sehr dunkel. Deswegen sieht man nicht so gut, man sieht nur die Lichter jetzt. Sieht man den Niki? Winke mal. Wir machen jetzt noch mal ein kurzes Video, weil es so schön aussieht, so toll beleuchtet hier in Disneyland. Wir machen morgen noch mal ein Video. Wir sind heute hier wegen dem großen Feuerwerk, was beim Märchenschloss. Genau, Niki hat heute Geburtstag. Und deswegen wollen wir uns das Feuerwerk um 23 Uhr noch angucken. Aber das sieht eben einfach toll aus. Da ist der geile 25 Geburtstag von den Mieten. Nämlich. Jetzt du mich auch. Jetzt habe ich dich drauf. Ich hatte das rangezoomt, weil das so schön aussieht da. Mit der Beleuchtung. Einfach toll. Hallo. Oh, Niki, lass mal. Siehst du mich? Ja. Also habe ich das. Das sieht einfach super aus. Oh, süß, kleine Kinder. Ja. Wettergaban sitzt auf seinem Gaul. Auf seinem edlen, schimmernden Ross. Guck mal, der hat das auch hier. Ja. Die sind alle gleich. Nee, guck hier, wir bereiten auf unseren eigenen Schlachtrössern in die Schlacht, ja. Kennt ihr Nadia? Nadia, ja. Wir sind heute die Krieger von Nadia. Und die Schlacht beginnt, wir reiten los. Und der Vater. Unser edler Rittergaban führt uns in die Schlacht.
Tschüss, ja? Ja. Niki. Wie ist bitte? Oh, guckt mal, wie schön das Märchenschloss blinkert. Ja. Toll, ja. Wie super toll das hier aussieht, wenn es dunkel ist. Da hätten wir uns aber geärgert, wenn wir nicht nochmal hergegangen wären im Dunkeln. Leider nicht zeigen, ja, dass hier in Strömen regnet. Das ist Paki, Scheiße! Und wir leider, das Feuerwerk wurde leider dann auch abgesagt, die Bahn fährt schon nicht mehr los und raus. Hier ist Weltuntergang gerade. Wir alle mit dem Handy. Klitschnass sind wir schon, wir stehen jetzt hier schon. Eine Hose, klitschnass! Ja, wir warten jetzt, dass aufhört, dass wir los können, aber bis jetzt ist es natürlich schade. Ja. Wir wollten euch nur das sagen. Ja. Ja, ciao. Hallo. Hallo. Hast du ein Video? Ja. Geil. Juhu. Friedlich. Ja, wir fahren heute Nacht. Die ist ja süß. Ja. Wir sitzen beim Essen im Restaurant und die Parade ist direkt vor dem Fenster. Da gehen wir ja. Endlich wissen wir, wo wir lang müssen. Baut alles seine Zeit, bis man es weiß. Können wir es holen? Oh Scheiße, darf ich brauchen. Oh. Was zu trinken holen? Warte, ich komme. Ja, nicht.
Attention tout le monde, on va tourner. Est-ce qu'il y a des acteurs en air marche? Les acteurs, mettez-vous en place. But shooting on location is not always practical. After all, not many cities will give you a permit for a tidal wave or an alien invasion. So today, many filmmakers still use the controlled environment of the studio environment. Like the set you see here, the dinosaur production, Dinotopia. When only the real thing will do, the physical effects department goes to work to create fire, explosions, and rain. Will you tell those computer guys to give the break, please? We're talking about physical effects here. I'm sorry. Les images de sa thèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Bravo les mecs, ça c'était super. Venir.
vidéo. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà. La bonne, c'est que nous allons faire un rapide détour par Londres. Et la mauvaise, c'est qu'il s'agit d'un Londres ravagé. Um das festzuhalten, er hatte noch mal recht. The beauty of a black dot is that you can turn a corner and be anywhere. London, for example. London, as you've never seen it before. Scorched by dragons. On a préféré utiliser un studio plutôt qu'endommager tout un quartier de Londres par les flammes que lancent de vrais dragons. Puis les dragons peuvent être des créatures si capricieuses. Oh, wie bei Hucke zu Hause. Dass ich mir kein Pardon leisten kann. Das ist richtig dolle heiß, merkst du das? Ja, heiß halt einfach so auch noch. Wir sind im Tower of Terror, da steht der Terror. Hey,